Sollte man jetzt Gold kaufen und das, obwohl das gelbe Edelmetall ja schon so deutlich gestiegen ist, über 30% seit Jahresbeginn gestiegen ist, aber wir haben ja die Zinssenkungen, fast alle Notenbanken der Welt senken die Zinsen, das ist tendenziell gut für Gold und gut für Gold ist auch, was eigentlich negativ für die allermeisten Menschen ist, nämlich die gesellschaftlichen Konflikte nehmen zu, weil wir eine Art Industriesterben haben und mit diesem Industriesterben, vor allem der Autoindustrie, die den Wohlstand der westlichen Gesellschaften maßgeblich vorangetrieben hat. Mit diesem Industriesterben werden sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen. Und wenn Arbeitsplätze verloren gehen, dann nehmen die gesellschaftlichen Konflikte zu. Jene Konflikte, die ohnehin ja schon da sind. Wir sehen das in den Wahlergebnissen, ob in den USA oder ob in Europa, die Gesellschaften driften weiter auseinander. Und das noch zu einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit ja noch sehr niedrig ist. Erinnern wir uns an die Weimarer Republik, an andere Zeiten, als wir Massenarbeitslosigkeit hatten, davon ist noch gar keine Rede, aber die Dinge werden wahrscheinlich nicht besser werden, weil diese Krise sich immer mehr zuspitzt und da könnte Gold als Absicherung schon mal gar keine so schlechte Idee sein. Wir wollen uns das Ganze mal anschauen, startend eben mit dem Goldpreis. Hier sehen wir Gold 30% etwa jetzt seit Jahresbeginn im Plus, Silber sogar noch stärker mit 35%, Fed Rate Cuts boost Gold and Silver, so heißt es hier. Und ja, kurzfristig sind wir natürlich schon ein bisschen heiß gelaufen. Gold zum Beispiel erreicht ja fast jeden Tag ein neues Allzeithoch, Silber ist es sehr, sehr deutlich gestiegen. Wir sehen also eine sehr starke Positionierung von Spekulanten auf der Long-Seite in Gold. Also da kann durchaus mal auch was nach unten wieder gehen, aber der Trend scheint intakt, zumal eben die Zinssenkungen dazu führen, dass die Inflation wieder nach oben geht. Warum das so ist und wie das Ganze sich äußert, will ich gleich mal zeigen. Hier sehen wir ja auch die Erwartung der Märkte, die sagen, naja, wir werden wahrscheinlich im November dann nochmal eine große Zinssenkung sehen, und bei 60%, so die Wahrscheinlichkeit, die von den Fed Fund Futures eingepreist ist, also es gibt jetzt nur noch große Zinsschritte, könnte man sagen, und wir sehen, dass diese Erwartung von weiteren Zinssenkungen sofort Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat, das sehen wir zum Beispiel in den sogenannten Mortgage Applications, also praktisch Hypothekenanträge, und die sind jetzt um 20% gestiegen im Vergleich zur Vorwoche. Bereits in der Vorwoche waren die Anstiege auch bereits zweistellig, aber das ist der größte Anstieg seit April 2022, also seit gut 2 Jahren. Warum? Weil die Leute sagen, naja, jetzt kann ich ja wieder zuschlagen, denn die Zinsen werden sinken, damit werden meine Finanzierungen günstiger, aber was auf jeden Fall teurer werden dürfte, wie Zero Hedge hier anführt, das sind eben die Hauspreise. Wenn die Nachfrage wieder anzieht, dann gehen die Preise nach oben. Das ist dann eine Art, in Anführungszeichen, Inflation der Vermögenspreise. Ich weiß, dass die Vermögenspreise nicht offiziell in die Inflation mit einberechnet werden, aber indirekt in den USA schon. Da gibt es ja die Homeowners Equivalent Rent, also die Miete, die ein Immobilienbesitzer verlangen würde, wenn er seine Immobilie vermietet. Fast ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung entfällt auf diese Komponente, und wir sehen auf der anderen Seite, dass das wiederum dann Auswirkungen hat auf etwa den Holzpreis. Wir sehen hier Bauholz, wie die Agrar heute hier berichtet, steigt am Weltmarkt kräftig. Ein Grund ist die Zinssenkung in den USA, ein anderer ist das geschrumpfte Angebot, und gleichzeitig zieht die Nachfrage nach Bauholz in Amerika kräftig an. Ja, weil die Leute jetzt sagen, siehst du, die Zinsen sinken, jetzt geben wir richtig Gas, jetzt wollen wir mal richtig auf Kacke hauen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die guten Zeiten vorbei sind, wie hier ein Analyst für Morgan Stanley sagt, und damit die gesamte Autoindustrie des Westens meint, hier vor allem auf General Motors und Ford abzielt, der sagt, ja, die Autos sind zu teuer für die US-Konsumenten. Das wird ein Riesenproblem, hier diese Preise weiter durchzusetzen. Er warnte davor, dass Arbeitsplatzverluste auch hier entstehen werden, dass man mit einer zunehmenden Konkurrenz
und Preiskämpfen zu tun haben wird. Hier ist auch dezidiert die deutsche Autoindustrie aufgeführt als ein Krisenfaktor, der sozusagen auch die US-Autoindustrie infizieren kann. Und normalerweise ist dieses Soft Landing, was die Wall Street eingepreist hat, wenn man sich die Börsengeschichte anschaut, sehr unwahrscheinlich. Wir haben auf der einen Seite ja gesehen, dass übergeordnet die Renditen gefallen sind, die Kapitalmarktzinsen, die Fed die Zinsen gesenkt hat, die Leitzinsen, gleichzeitig die Arbeitslosigkeit sehr stark gestiegen ist zuletzt und die Zinskurven entinvertieren, normalerweise ein Signal für die Rezession, aber diesmal ist alles anders und wir haben wahrscheinlich jetzt durch diese Zinssenkungen eben wieder einen Antrieb für Preissteigerungen, während gleichzeitig die Wirtschaft offenkundig immer weiter abkühlt. Das nennt man dann eine Stagflation. Und was läuft in Stagflationen besonders gut? Öl, Silber und Gold. Und was ist zuletzt besonders gut gelaufen? Silber und Gold, also schon mal zwei dieser ganzen Assets sind hier richtig gut gelaufen. Also das ist wahrscheinlich auch Zufall, aber hier, das ist kein Zufall. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die zuletzt ja wieder ein bisschen gestiegen ist, weil man eben erwartet, dass die Inflation wieder nach oben gehen könnte, wenn die Notenbanken die Zinsen senken. Und was wir hier sehen, das sind die 10-Year-Break-Evens, das sind die in den Märkten bepreisten Inflationserwartungen. Und wir sehen, die Inflationserwartungen sind deutlich stärker gestiegen als die Renditen, als die Kapitalmarktzinsen. Hier sehen wir also, dass offenkundig die Märkte, gerade diese Märkte eben von einem schärferen Anziehen der Inflation ausgehen. Manche sagen ja, Fugmann, was redest du immer von Inflation? Die ist doch tot. Naja, die Break-Evens sagen, nee, die ist nicht tot. Wir sehen hier diesen vergleichsweise steilen Anstieg, nachdem es lange nach unten gegangen war. Und wir sehen eben diese Endinvertierung der Zinskurve. Hier die 2- und 10-Jährige. Jetzt 22 Basispunkte der höchste Stand seit Juni 2022 und wir kommen ja aus dieser Invertierung der Zinskurve. Das gilt normalerweise als ein Signal für die Rezession, wenn die Zinskurve entinvertiert, also wieder positiv wird, was ja eigentlich der Normalfall ist, dass länger laufende Schulden oder Schulden mit längerer Laufzeit mehr Zinsen, mehr Risikoprämie erfordern als Schulden mit kürzerer Laufzeit. Und so kann es sein, wie das Wall Street Journal heute titelt, sorry, the Fed can't save us from a bear market oder einer Rezession. Wenn die Dinge hier sich ungünstig entwickeln, eine Dynamik in Gang gesetzt ist, so die Argumentation dieses Artikels, dann kann auch eine Zinssenkung oder auch schnelle Zinssenkungen der Fed oder anderer Notenbanken das nicht mehr verhindern, weil es dauert, bis die dann wirklich sich durchs System schleifen. Und so könnte es sein, dass die Fed vielleicht zu spät die Zinsen gesenkt hat. Im Nachhinein ist man immer klüger. Sie hat auf jeden Fall zu spät die Zinsen angehoben, als die Inflation nach oben ging, die EZB so oder so. Und jetzt nochmal zu diesen gesellschaftlichen Konflikten. Wir haben heute ja den Beginn jetzt dieser Verhandlungen gehabt zwischen Volkswagen und IG Metall. IG Metall sagt, wir wollen 7% mehr Lohn und wenn nicht, dann gibt es im Dezember einen Streik. Da gab es heute schon Auftritte von Metallern, die gesagt haben, so nicht, ihr seid gierig, während VW sagt, wir lehnen das ab mit dieser 7% Lohnerhöhung. Wir wollen sogar, dass ihr Gehalt verzichtet, sodass wir die Gehälter kürzen, weil wir ein Kostenproblem haben. Da ist keine Lösung in Sicht. Die Konflikte werden härter werden. So zeichnet sich das Ganze ab. Und die europäische Autoindustrie hat heute von einem perfekten Sturm gesprochen, nämlich aus fehlender Nachfrage. Die Zahl der Autoverkäufe ist im Vergleich zu vor Corona deutlich zurückgegangen. Auf der einen Seite, gleichzeitig sind die Kosten gestiegen und die Kosten steigen weiter, weil 2025 ja dann noch durch Regularien der EU, CO2-Regularien, die Kosten noch weiter steigen. Wenn du nicht ein Viertel deiner Autos als E-Fahrzeuge verkaufst, dann hast du ein Riesenproblem. Dann musst du Milliarden an Strafen zahlen. 2 Millionen Fahrzeuge jedenfalls fehlen im Vergleich zu vor Corona. Und das ist eine Menge Holz in diesem Bereich und führt dazu, dass Deutschland krank, wie es hier heißt. OECD-Daten zeigen die Krise. Deutschland, so titelt NTV, wird von anderen Industrienationen abgehängt. Deutschland müsse jetzt Reformen machen, heißt es hier von der OECD. Infrastruktur, Investitionen auf der einen Seite, Abbau von Bürokratie auf der anderen Seite, all diese Dinge, die man ja eigentlich weiß, aber nicht passieren. Und so sagt die OECD, Deutschland wird kaum wachsen, nur Japan und Argentinien in diesem Jahr schlechter und nächstes Jahr wird Deutschland das allerschwächste aller Wachstum
aller Wachstumspotenziale haben, so die OECD. Hier rechts sehen Sie das nur 1,0%, aber auch das halte ich für optimistisch, wenn jetzt eben die Probleme mit Entlassungen eben erst beginnen. Wir haben ja das nur begrenzt, sagen wir mal, aber in der Autoindustrie, da hängen um und bei 700.000, 800.000 Jobs in Deutschland dran mit Zulieferern. Wenn da alleine VW 30.000 Stellen abbaut, dann wird das eine Schockwelle durch diese Zulieferer und die gesamte Industrie schicken und all das jetzt noch kontrastiert oder begleitet sozusagen durch eine Agenda des Wirtschaftsministeriums, die sagt, wir müssen klimaneutral werden und hier vor allem auf Wasserstoff setzt, aber grüner Wasserstoff oder all diese Dinge, die sind viel zu teuer, das wird gar nicht funktionieren. Da ist sich die Wissenschaft ziemlich einig, dass das wohl nicht klappen wird und darauf basiert ja die Strategie letztendlich der Koalition zu sagen, gut, wir haben Atomkraftwerke abgeschaltet, fahren Kohle jetzt eine Zeit lang rauf, aber dann werden wir Kohle abschalten und mit Wasserstoff als Technologie, als Ersatztechnologie praktisch betreiben, so dass wenn Sonne und Wind, Sonne nicht scheint, Wind nicht weht, wir dann eben Wasserstoff haben und der natürlich grün ist. Ja, ja, die Träume sind schön, aber leider nicht realistisch. Und wir sehen, dass diese Konflikte, die sich dann auch in Wahlergebnissen ausgedrückt haben, jetzt wirklich auch eine Art Ampelbeben hervorrufen. Wir sehen Nuripur und Lang heute mit diesem doch überraschenden Rücktritt in Hamburg, also da, wo ich jetzt bin, ne, in der Hansestadt, da ist die Sache die, dass drei FDP-Leute aus dem Vorstand, also führende FDPler, jetzt zur CDU übergelaufen sind. Es sind ja bald oder am Anfang oder nächstes Jahr sind Wahlen hier in Hamburg und die fürchten, dass sie dann keine politische Zukunft mehr haben. Also setzt man sich sozusagen zur CDU ab. Das könnte sozusagen die Auflösungserscheinungen der FDP noch beschleunigen und dann vielleicht doch zu einem Verlassen der Ampel führen. Wir werden sehen, was da passiert. Und eine Hoffnung für die deutsche Wirtschaft war ja auch dieses Stimuluspaket. Aber da sehen wir, dass das Momentum jetzt nachgelassen hat bereits heute Nacht. Die Rallye ging in den zweiten Tag nach dieser Stimulus-Bombe, aber dann wurden doch zum Handelsende Gewinne mitgenommen. Das Plus hat sich deutlich reduziert. Wir sehen hier, das Call-Volumen ist massiv nach oben gegangen. Aber was wichtiger ist noch, wir sehen, dass der Anleihemarkt in China sagt, nee, das wird nichts bringen, denn die Renditen der 10-jährigen Anleihe sind jetzt auf den tiefsten Stand ever gefallen. Und das war ja eigentlich auch das Ziel Pekings, die Anleiherenditen wieder nach oben zu bringen, um zu zeigen, naja, so schlimm kann es um die Wirtschaft nicht bestellt sein, aber das alles passiert nicht und das vor dem Hintergrund, dass Schulden noch ineffektiver sind in China als in den USA. Wir sehen, wenn du 1 Dollar Schulden aufnimmst, kriegst du in China 56 Cent Wachstum, in den USA immerhin 58, aber es ist eine Rechnung, die eben nicht aufgeht und dennoch werden wahrscheinlich, wenn jetzt eine Rezession kommt, alle wieder mit Geldpumpen reagieren und das wiederum wäre für Gold natürlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und was alles noch wichtig ist und welche Grafiken Sie unbedingt kennen sollten, das zeige ich Ihnen im zweiten Teil. Der Link wie immer unter dem Video. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Ciao.